Ach, schön. Hurra. Wunderbares Bier. Franziskaner Weißbier mit Zitrone, alkoholfrei. Ja. Ich muss dir mein Team zeigen, ich habe nämlich trainiert. Hier, das ist mein Team. Eben habe ich Advertisement gemacht. Hier, weißt du, was ich feiern würde? Wenn jetzt unter dieses Video genau Franziskaner Werbung geschaltet wird. Ich habe keine Ahnung, manchmal schalte ich, also ich schalte die Werbung ja nicht selber, ne? Ja, ich meistens weiß, war... unter den meisten Videos schalte ich gar keine, also ich habe selber Adblock, ne? Also ich verdiene an meinen eigenen Videos auch nichts. Hier, ne? Weil wird nicht manchmal auch random Werbung angespielt oder nur bei Leuten, die... Ich schalte selber nicht, mein Netzwerk schalte die manchmal. Faszinierend. Genau, Nadelrakete. Aber ganz mal so schlecht. Fabi hat Nadelrakete noch gelernt. Anstatt von Duo-Nadel, das kann ich jetzt zwar nicht mehr vergiften, aber immer 2 bis 5 Mal treffen. Ja, wie ich gesagt habe, Fabi wird hier super hart mit seinen 4- bis 5-fach-Attacken. Schildi hat Megasauger und Egelsamen noch gelernt und hätte sich schon zigmal entwickelt, hat nur immer abgebrochen. Boah, wenn Fabi Egelsamen hätte, boah, das wäre geil. Flaggy hat Aquawelle und Zen-Kopfstoß gelernt. Mhm. Und Kopfnuss, glaube ich auch noch. Oh, hier 35 sind wir. Ah, ja, cool. Georock hat Erdbeben gelernt. Ah. Kronos hat Luftschnitt noch gelernt. Das ist traurig zu sehen, dass du innerhalb weniger Wochen genauso weit bist mit Pokémon, wie ich bei meinem bin vom Level her. Ja, aber ich habe erst einen Orden, ne? Mhm. So, und Ryu hat... hat gar nichts mehr gelernt. Felsgrab konnte der schon. Der wollte noch Kreideschrei lernen, aber ich mir gedacht, ne, komm. Aber jetzt mal eine Frage, bei Platin, haben sie da auch das Level soweit aufgestockt, damit es härter ist? Ja. Ja, also die werden am Ende der Liga, glaube ich, Level 100 sein. Ja doch, das ist gut. Das ist gut. Dann wird's nochmal spannend gegen Ende. Sich zurücklehnen, ab und an angeln, das ist das Hobby eines Erwachsenen. Okay. Ach, wunderbar. Wie kein Encounter, jetzt bin ich enttäuscht. Ja, ist eine Nuzlocke hier. Pass auf, ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wie... Ach, du hast die schon gebattelt, oder wie? Ja, wie das ange... Also ich habe hier doch die Queen gefangen. Stimmt, hast du mir von erzählt, ja. Ah, ansonsten beißt nichts an. Hier sind teilweise Pokémon Level 28 und sowas schon. Mhm. Sieh mal einen an. Da habe ich mir einen temperamentvollen Trainer eingefangen. Oh, jetzt will er kämpfen. Oh, Jakob hier. Mit seinem Geweiher. Ja. Ja, wir sind jetzt natürlich overleveled. Mhm. Aber ich finde es mir lustig, weil die wilden Pokémon, die sind jetzt irgendwie vom Level her höher als die Gefangenen hier. Also als die Trainer-Pokémon. Wunderbar. Und ich bleib jetzt einfach mal bei Schildi, einfach weil der sich auf Level 35 entwickelt. Wie schön. Das ist gut. Oh, Maskeregen. Das ist doch die Weiterentwicklung auch von dem Vieh, oder? Genau, ist die Weiterentwicklung von Geweiher. Ja. Bin ja mal gespannt, wann er das total heftige Carpador raushaut. Ich finde ja generell... Oder warte mal, das gucke ich jetzt einfach mal spontan nach, ob Carpador noch irgendwelche anderen super tollen Sachen kann ab der 4. Generation, weil ich weiß nur... Ich glaube, Sprungfeder. Ah, okay. Ja, weil ich weiß, dass in bis zur 3. Generation war das Beste, was der allenfalls erlernen konnte, wirklich nur Dreschflegel gewesen. Was ich übrigens sehr, sehr schade fand. So ein reiner Carpadoran wäre auch was Interessantes. Gibt es auf YouTube, aber die sind dann meistens bearbeitet, dass die andere Attacken können noch. Ja, muss ja sonst. So. Carpador. Carpador. Ich finde es übrigens sehr witzig, dass auf Englisch heißt es ja Magikarp und du kannst ja argumentieren, dass Magi von sowas wie Magus oder Magie kommt. Und Carp ist natürlich Karpfen auf Englisch, also der magische Karpfen. Das finde ich sehr, sehr faszinierend und finde ich auch sehr, sehr treffend, wenn man sieht, dass aus einem hässlichen Carpador mal ein wunderschönes Gyarados wird. Oder umgekehrt, je nachdem. Man kann auch sagen, Carpador ist schöner als Gyarados, aber es ist Geschmackssache. Carpador-Hentai. Ich werde auch gleich nochmal googeln, ob es Mega-Carpador gibt, aber... Es gibt Mega-Gyarados. Okay, das finde ich aber interessant. Warte mal, durch Levelaufstieg kann er aber tatsächlich nur Dreschflegel lernen, also auch bis zur 6. Generation. Echt? Ich dachte, der lernt noch... Durch den Attacken... Nee. Durch den Attackenlerner kann er Sprungfeder erhalten. Okay. Guck mal, ja, in der 3. Generation konnte es nicht, aber in der 4. kann er es. Okay, alles klar. Nö.
Also ab der vierten sogar. Tatsache. Ist sogar eine Flugattacke, das wusste ich gar nicht. Ist ja witzig. Kann er Pflanzen-Pokémon mit effektiv treffen. Oh, warte mal. Da steht aber irgendwas mit PT, HG und SS. Also Hard Gold und Soul Silver, aber PT weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das... Tatsache, okay. Ah, siehst du. Aber warte mal, war bei Platin nicht noch irgendeine Ach, egal, ich kenne mich mit den Editionen so oder so nicht aus. Diamant und Perl. Ach, stimmt, der. Doch. Platin kam dann danach raus. Guck hier, Kappadon. Platin war die dritte. Ah, war diese obligatorische dritte. Ja, nee, hast recht. Nein, Plätsche! Gewässer des Erholungsgebietes kann man Kappadon von Level 1 bis 100 fangen. Oh! Level 100? Ja. Das ist witzig. Ich weiß nicht, ob das so in der Mod auch so ist oder im Hack. Nein. Mod Hack. Nein. Ist ja fast schon dasselbe, aber. Ja. Wunderbar. Okay. So, warte mal. Und jetzt wollte ich nochmal generell auf Google gucken. Mega Carpador. Auch wenn Carpador nicht vorkam, möchte ich diesen Part im Zeichen des Carpadores widmen. Tja, hättest du mal eben geguckt, Carpador habe ich gerade besiegt. Ah, sehr schön. Siehst du mal. Okay, das finde ich witzig. Wenn ich Mega Carpador angebe, kommt sofort Mega Bibo raus. Mega Bibo? Was? Ja, hier gibt es. Ja, ja, klar gibt's das, aber... Ja, so stelle ich mir übrigens auch Fabi vor, so wie das Mega Bibo aussieht. Also, es ist schon heftig. Das sieht mehr aus wie so ein Roboter, finde ich. Geht eigentlich. Ich finde es ganz cool eigentlich. Und so ein bisschen eckig. Okay, ich sehe aber schon... Oh nein. Weißt du, was sie da für ein Wordplay gemacht haben bei englischen Carpador, bei der Mega-Entwicklung? Mega-Carp. Wer hat das gemacht? Irgendwelche Leute, aber es war irgendwie klar gewesen, dass... Mega Magic. Oh Gott, die Bilder, die dabei rauskommen, sind sehr, sehr interessant. Mega Man. Aber, nee, es ist einfach nur da so ein Fishman mit ganz viel Bizeps und Muskeln. Er hat dann so ein Carpador-Face, so, weißt du, dieses ganz normale. Ja. Sieht aber total witzig aus. Okay, diese Drischfigel kann wehtun. Ja. Ich seh grad so ein Mega-Dotri. Ist einfach das Dotri-Artwork nur mit ganz, ganz vielen Köpfen. Mit 10 oder was? Ja, so in der Richtung, genau. Das sieht echt gut aus. Wir brauchen mehr Köpfe. Das ist der eindeutig richtige Weg. Und dann gibt's natürlich noch diese obligatorische Carpador mit Garados-Fusion, was auch sehr, sehr awkward aussieht. Wenn das Garados einfach mal das Gesicht von Carpador hat. Wunderbar. Bin ich ja echt schon fast begeistert. Was ist das denn? Sieht ja auch noch einen coolen Sprite aus. Oh nö, jetzt gehen schon wieder die Frames runter. Oh. Ich hoffe nicht wegen mir. Ich weiß es nicht, aber sie sind jetzt sehr niedrig. Ach, das ist ja cool. Das ist ein Sprite von dem, kennst du noch den zweiten Pokémon-Film? Oder generell, dieses, Aqua-Gefährt von Team Rocket, was die immer hatten? Ja. Dieses, Carpador-U-Boot. Das gibt's sogar als Sprite. Das finde ich cool. Das finde ich sogar sehr, sehr witzig eigentlich. Kann man vielleicht sogar für irgendwas nutzen. Vielleicht für irgendeine RPG-Maker-Sache oder weiß der Teufel. Frames. Gott. Diese Bilder. Eieiei. I don't even. Weißt du, schwankt die ganze Zeit zwischen 10 und 40 Frames. Wobei das natürlich die niedrigen Zahlen überwiegen. Interessant. Oh, Fabi. Yeah. Na gut, da du die ganze Zeit... Ah, nein, da ist es ja wieder. Hallo, Carpador. Über dich haben wir gerade eben nochmal gesprochen. Schön, aber du siehst rechts die Zahlen, ne? Wie die ganze Zeit am Schwanken ist. Ja, das ist schon also merkwürdig. Also über 30 ist okay, aber die sind immer so unter 30. It's over 9000! What? 9000? Mein Problem ist, ich hatte es auch schon mal beim Rendern, dann hat er für die komplette, wenn das hier so niedrig ist, dass dann auch die komplette Render-Scheiße geleckt hat. Ja klar, das ist dann unschön, aber lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Ja, aber nicht, dass dann deine Tonspur am Ende mit im Arsch ist, ne? Ja, das wäre kacke.
also meine Tonspur darf nicht ruiniert sein. Ich meine, wenn es so wie beim letzten Mal ist, dass nur deine Tonspur ruiniert ist, das ist mir egal, aber ja, also meine Tonspur, das okay, jetzt hat er Konstante 15, jetzt müssen wir wieder ruhig sein, weil Entwicklung. Aber Bibor entwickelt sich doch, oh. So wunderschön. Ja, ich habe extra von Level 32 an das aufgespart, damit man es sehen kann. Glückwunsch, dein Pflanzenvieh wurde zu einem Planeten in Mario Galaxy. Ja, so in etwa, ne? Hm. Ich weiß nicht, bei diesem Baum da auf dem Rücken dachte ich mir echt, ey, das könnte auch glatt schon so ein Viech wie in Mario Galaxy sein. Hast du das eigentlich schon mal gespielt gehabt? Den zweiten Teil nur. Ja, stimmt. Ja, der zweite Teil soll besser sein. Den zweiten Teil habe ich persönlich jetzt nicht gespielt gehabt, ich habe aber ein Let's Play von gesehen. Ich kann es mir auch gut vorstellen, warum, weil ich meine, es ist auch von der Variation her, ja, klar, er hat Vagina anders gesagt. Vagination. Variation, habe ich gesagt. Ruffelkopter. Kann jemand Alex mal kurz schlagen? Danke. Wahrscheinlich kommt das dann noch so in den Kommentaren. Alex, kurz mal Schlag oder so. You can't touch me, cause I'm invincible. Oh. You can't see me, I'm John Cena. Nee, ich wollte was anderes singen, aber bevor du Copyright-Probleme bekommst, weil ich so awesome gut diesen Song genau so nachsingen werde, ja, genau. Das erinnert mich an den jungen 17-jährigen Alex, der mit Justin zusammen... Was habe ich gesungen? Saint-Tropez in einem Fire Emblem-Part. Und wir haben Angst, ich hätte auch Angst gehabt, dass wir so gut singen, dass wir Copyright-Claim bekommen. Das Einzige, was wir wahrscheinlich bekommen würden, ist Ohrenbluten, aber... klar. Nee, aber ich erspare es euch mal lieber über irgendein Tralala zu singen oder irgendein Ding-Ding-Dong, sonst, ja. Weißt du, jetzt will ich extra Giftstacheln, Giftspitzen, ne? Und was sagst du, dein Gift-Pokémon, sodass die Giftspitzen sich auflösen? Ja, ist gut. Kann man machen. Aber ist doch kein Problem für Fabi. Fabi, der kann. That ja, es ist halt Ärger. Ja, jetzt ist du Giftspitzen, du Arschloch. Ja, aber Fabi muss da halt durch. Komm, wie grenzdebil dieses Böllerfisch guckt, ey. Stimmt, das guckt ein bisschen der. Oha, Walzer. Doch, nee, das hat die Augen nicht so böse guckend wie die anderen Versionen. Das finde ich gerade sehr, sehr merkwürdig oder auch sehr irritierend, weil ich kenne Baldurfisch auch nur, wie es so entweder so total gelangweilt guckt oder, ja. Also Derpy habe ich noch nie gesehen. Jetzt müssen wir die Vergiftung uns fangen, weil Walzer ist vielfach effektiv. Oder zumindest sehr effektiv gegen Fabi und würde ihn einfach ausnocken. Klar. Aber wir haben ja festgestellt, Käfer-Pokémon sind nicht kacke. Das finde ich gut, dass wir das bei unseren beiden Nuzlocks auch so durchziehen. Klar sind Käfer-Pokémon kacke. Jetzt sterben alle. Als ob. Nee, aber ich verstehe das nicht. Weißt du, früher, als wir gespielt haben, so Käfer-Pokémon, ich glaube, keiner von uns hat die jemals trainiert gehabt. Klar, Snedbo immer. Echt? Ja. Nö. Ich habe die immer sofort auf die Bank gelegt, keine Ahnung. Du Unhold. Nee, ich habe aber echt eher nur mit so Flug-Pokémon fand ich nützlich. Käfer-Pokémon. Gut, aber ich muss auch sagen, gerade Kokuna und Safcon waren auch nie so die Kandidaten, wo ich gesagt habe, das lohnt sich jetzt wirklich, weil ich dann auch gesagt habe, ja, immer nur auswechseln, um die zu trainieren, ist ja auch doof. Und ja, dann sind die halt auf der Bank irgendwann gelandet, weil man halt coolere Pokémon gefunden hat. Ja, wie gesagt, ich habe früher immer Smetbo genommen, weil ich dann, wenn du Glumanda nimmst, ne, bei der ersten Gen, und dann gehst in diesen Wald und manchmal fängt man sich einen Nidoran männlich und versucht Rocko mit dem Doppelkick zu besiegen, oder man fängt sich einen Mankey. Aber manchmal habe ich mir auch einfach ein Dings gefangen. Ein Raupi. Hab's trainiert zu einem Smetbo und hab dann mit dem Smetbo einfach Rocko mit Konfusion besiegt, weil... Ich hab sogar sehr, sehr klassisch gemacht. Ich hab immer gewartet, bis ich ein Pikachu gefunden habe. Ich glaube, Pikachu konnte man damals kriegen, nördlich vom Vertania-Wald. Ja, im Vertania-Wald selber. Echt auch? Hm. Ich mein, es war nördlich... Nein, ist egal, kann auch beides sein. Oder
Oder vielleicht erinnere ich mich. Es ist aber auch so eine Sache. Wenn ich mich manchmal an so Sachen erinnere, erinnere ich mich meistens auch gerne an Pokémon Silber und Gold. Und da bin ich mir sicher, war das, glaube ich, über dem Mevatania-Wald gewesen. Ja, da gab es ja gar keinen Mevatania-Wald. Ja, richtig, deswegen. Das war ja bloß dieses komische Ding zum Durchlatschen. Mhm. Ich muss aber auch sagen, auch wenn viele Leute sagen, die mochten die zweite Generation wegen den Artworks nicht, ich fand sogar die zweite Generation war besser gewesen als die erste. Also, als ich das zum ersten Mal gespielt hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die zweite Generation sehr viel öfter gezockt habe, als auch die erste dann anschließend. Weil erste, kann ich mich erinnern, habe ich nur einen Run durchgemacht und bei der zweiten habe ich, glaube ich, auch schon mehrere gemacht dann halt. Ich hatte bei... Ja, oder was heißt mehrere Runs, aber ich habe zumindestens, ich glaube, ich war auch so geflasht gewesen, dass es dann sogar noch nach Johto weiterging, dass man wieder nach Kanto zurückkehren konnte. Und dann habe ich einfach da alles bis Level 100 hochtrainiert gehabt. Um dann am Ende gegen Rot zu kämpfen? Ja, aber selbst dann habe ich das Spiel noch weitergespielt gehabt, also... Wobei, ich muss aber auch sagen, ich habe aber auch viel mehr mit Pokémon Silber und Gold gemacht, wie zum Beispiel, ich habe mal wirklich mit einem Kumpel gewettet gehabt, dass ich ein Stalos, was ich über Tausch bekommen habe oder irgendwie, ja genau, doch, ein Onix, was ich mit Stahlmantel getauscht habe und dann wieder zurückgetauscht habe, dass ich das innerhalb von 2 Wochen auf Level 100 trainieren könnte und damit dann sein Despotar besiege. Solche das geht Wetten eigentlich, ja. Ja, ich muss aber sagen, ich habe das natürlich dann nicht umgesetzt gehabt, weil Faulheit zum Teil natürlich und, ja gut, 12 bis 13 Jahre warst du da halt damals alt gewesen, so, ja, ich schaff das, ich bin voll der Pokémon-Profi. Und dann hast du erstmal so gemerkt, oh shit, das mit dem Leveln, das dauert aber doch sehr, sehr lange und ja. Ja, schade. Ja, und dann, aber es kam auch nie zu dem Encounter, weil mein Kumpel hat das dann auch nach einer Weile vergessen gehabt und ja. Na, ist mit Absicht so. Hoffentlich vergisst du das. Gewissheit. Das, nein, keine nicht. Gewissheit. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das dann so war. Es kann auch sein, dass er einfach gesagt hat, ja, ist nicht so schlimm oder irgendwie sowas in der Richtung, aber... Ja. Aber Tatsache, es kann auch sein, dass ich natürlich gesagt habe, hoffentlich vergisst du das, ja. Aber ich glaube, mein Stalos hätte auch zu der Zeit keine Chance gehabt, selbst wenn ich es auf den Level gebracht hätte, weil ich glaube schon, dass so Sachen wie Hyperstrahlen dergleichen hätte es das schon down bekommen. Stalos mit Hyperstrahl angreifen, da wäre gar nichts gewesen. Mhm. Stahl, Gestein. Vierfach Resistenz. Es war aber auch irgendwie eine komische Debatte gewesen. Ich hatte sogar selber auch dann probiert, ein Despotar zu bekommen. Hab dann Lavitar habe ich dann gefangen gehabt und hab's dann auch hochtrainiert gehabt. Aber Lavitar, weißt du, Lavitar ist auch wieder so ein Pokémon, wo ich die zweite Entwicklung faszinierend finde, weil das ist auch wieder so eine Puppenform so in der Richtung. Pupitar. Ja, Pupitar. Das ist einfach. Du denkst halt echt nicht, oh, da wird ein richtig geiles Pokémon draus mit Despotar. Ist halt echt geil. Übrigens, 3 Trainer auf dieser Route und wir haben 20 Minuten Part voll. Ja, ist gut. Kann man machen. Ich meine, so muss man auch seine Zeit verbringen. Ja, ist natürlich jetzt doof, weil ist nicht wirklich viel passiert, außer der einen Entwicklung, ne? Und das ist halt die ganze zwischendurch leckt, weil, keine Ahnung. Aber deswegen machen wir es ja so lange, nämlich damit ihr die Story mit... Oh, Moment. Ja, doch nicht. Oh, warte, mein Pokémon ist vergiftet. Jupp. Deswegen hast du ganz viele Gegengifte gekauft. Ja, ich habe ganz viel Zeug gekauft. Ich habe ganz viel Zeug offscreen gekauft, aber die Sache habe ich nicht aufgehoben. Mega Block. Ja, ich habe ja offscreen trainiert und dann bin ich auch immer hier hingelatscht und habe dann natürlich hier meine Pokémon geheilt. In Ewigenau bist du jetzt. Schön. Apropos. Da ist mir gerade was eingefallen. Du magst ja das Bummelin nicht, ne? Nö. Okay. Willst du es freilassen oder was genau? Nein. Oder willst du es jetzt umbringen? Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, wenn du das schon so andeutest. Oder willst du mir jetzt sagen, es hat sich weiterentwickelt und mir gefällt es jetzt besser? Nein, ich habe hier nichts trainiert. Bamiela, mag Sahne. So, du kommst erstmal hier rein, Ryu. Ja gut. Du tauschst ein Pokémon gegen eins, was ich nicht mag. Also es ist jetzt keine wirkliche Win-Win-Situation.
Ah, okay. Ja. Ja, gut. Ich bin mal gespannt, was du... Oder willst du das tauschen? Wer hat das schon mal geschafft, in einer Nuzlocke das Pokémon zu kriegen, was man tauschen kann? Oh. Das ist interessant. Und was kriegst du dafür? Plauderguy. Zu Norbert. Ey, ich kann dem Plauderguy mit meinem Mikrofon so Dinge beibringen wie du Arschloch und dann kann das Geschwätz einsetzen und sagt dann immer du Arschloch. Penis. Ja, so in etwa. Penis. Penis. Das bin übrigens nicht ich, das ist Plauderguy während des Tausches. So ein unerzogener, unartiger Vogel. Tja, ja. Ja, Papageien sind schon was Lustiges. Pling. Und dann kommt's runtergefallen. Chef, wir fangen es nicht auf und der Pokéball zerbricht. Das wird also jetzt so getauscht wird, das finde ich irgendwie witzig. Vor allem wollte er das in den Himmel geschossen. Wir sind mitten in einem Einfamilienhaus. Oder einem Mehrfamilienhaus. Ich stelle mir das irgendwie witzig vor, wie so eine richtige hyperdimensionale Kanone bei irgendeinem random Haus, wo das dann so ins Weltall geschossen wird. Und warum eigentlich? Weil eigentlich stehen sich die beiden Personen gegenüber und die denken sich, ah, werfen wir mal unsere Pokéball durch die Luft. Also, jetzt haben wir einen Plauderguy. Wir haben in einem Nuzlocke ein Pokémon getauscht. Ich hab so viel Fantasie. Das ist geil. Und wir haben die Yonago-Beere. Ja, es kann Heuler, Spiegeltrick, Gesang, Vogelschlag, also ist jetzt nicht wirklich stark. Aber... Aber Alex, du hast doch jetzt gerade dein Barmelin mit einem Meisterball ausgerüstet. Oh, shit. Scheiße, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ding. genau, wir holen uns doch schnell ein Fahrrad, ne? Wobei, angesichts seiner Zuschauerschaft ist es ein bisschen unlogisch zu sagen, dass gerade Kevin das sagen wird, denn, das würde ja implizieren, dass du mehr Zuschauer als mich und Fabi hast. Nee, hast du aber wahrscheinlich, weil du hast ja auch, mehrere Aufrufe. Und ich klicke, also ich bin jetzt wirklich nicht so langweilig, dass ich, 7 oder 6 Mal auf deinen Part klicke, nur damit du mehr Views erhältst, also... Mir vielleicht macht das Fabi? Weiß ich nicht. Kann er in die Kommentare hier schreiben? Wir haben Fuya Level 8, Squid Level 10, wir free. Free Squid? Nein, nein, bitte nicht. Jetzt ist der so Free. Meinte so meinte ich das nicht mit Free Squid. Wir haben Jackie Chan, Rüssisch, Vieh, Thunderer, Plauper, Hosenbeißer, Ringo Starr und die Queen. Also, wenn irgendwie unsere Pokémon sterben, haben wir immer noch hier in der Hinterhand ein bisschen was, aber. Das habe ich früher auch gesagt und dann. Dann sind sie alle dort. Müsste aber, glaube ich, noch. Ja, ansonsten... Bei einer Nuzlocke, da sammelt sich schon einiges zusammen, sag ich jetzt mal, wenn du es klug anstellst. Du hast schon so zwei, drei verschiedene Leben. Bums, ach, schon wieder hier, Justin, nur am Bumsen hier. Eieieiei. Wenn du dir diesen Part wieder ansiehst, dann kriegst du wieder was von mir zu hören. Ja, guck mal, da ist der Typ da von Team Galactic, Cyrus. Oh Mann. Eigentlich ist es nicht Cyrus. Ich hätte heute nicht mir wieder mal einen RPG-Maker-Stream ansehen müssen. Da ist der Bösewicht auch Cyrus und das war ein Spiel namens Alte Macht gewesen. Für Kenner dieser wundervollen Serie, die ich wahrscheinlich auch denken können, genau was für ein Video ich mir angesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Nee, ist auch nicht an dich gerichtet, sondern an Leute, die gerne oder generell... Was, heute? Nee, nicht heute, aber... Kräuterladen. Achso, der heute Kräuterladen, ja, der ist auch super. Aber es war generell an Leute gerichtet, die sich auch mit so RPG-Maker-Spielen auskennen und das genauso lustig finden wie ich, wenn Trash-Spiele gespielt werden. Deswegen, ich find's schön, wenn Cybers ein klassischer Bösewicht ist. Oder wahrscheinlich genau von diesem Spiel inspiriert wurde und dann hat sich irgendein toller Typ im RPG-Maker gedacht, oh hey, das ist voll der coole Name für meinen Antagonisten. Ich nenne meinen Antagonisten deswegen auch so. Yeah! Und dann merkt er, hoppla, das Spiel ist scheiße, aber eigentlich finde ich es geil. Yeah, ich release es trotzdem. Jo. Okay. Also so entstehen, glaube ich, auch RPG-Maker-Spiele. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Außer du bist wirklich sehr, sehr überzeugt von deinem Machwerk. Warte, wir sind hier noch in Ewigenau, ne? Ich kann ein Pokémon angeln. Das gehört dann mir. Oder ich gehe auf diese Route und fange mir auch noch ein Pokémon. Oder du wolltest den Part beenden. Wolltest du nicht? Ich wollte diesen Part beenden, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hab dich hypnotisiert, ich bin Obi-Wan Kenobi. Ja, und im nächsten Part fangen wir vor 2 Pokémon. So. Dafür, weil dieser Part so langweilig war. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.